Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist es soweit. Heute ist das versprochene Video mit unseren Entdeckungen, hoffentlich Entdeckungen, die wir hier machen in diesem Gebiet. Das Gebiet ist richtig extrem, ist eigentlich schon dschungel-like. Es ist, ihr seht es ja selbst, wo ich schon stehe. Wir werden euch jetzt hier durchführen. Das ist eigentlich wirklich Katastrophe, hier irgendwas zu suchen. Das kommt schon wirklich so einer Dschungelexpedition gleich. Aber wir werden es natürlich versuchen, denn wir wollen heute wieder einige sehr besondere Bunker für euch mit dokumentieren. Und ja, wir sind einfach gespannt, was uns erwartet. Und wir müssen natürlich immer die Augen offen halten. Hier können auch überall Tiere, besonders Schweine, aktiv sein. Und ja, ich würde sagen, wir machen los. Also, bis gleich. Jo Leute, also wir haben jetzt hier an so einer Art wie sich jetzt mittlerweile gebildeten Bachlauf oder eine Wasserstelle und haben jetzt hier tatsächlich den ersten Bunker gefunden. Das ist richtig mystisch hier, wie das hier aussieht. Und das ist echt wie eine Expedition jetzt hier. Und zwar, seht ihr hier unten. Wir sind heute perfekt ausgerüstet. Mit Gummistiefeln und gucken wir mal, wie weit das jetzt hier reingeht. Guck mal, wie krass das einzelne Kreuz da noch erhalten ist. So, ich gehe jetzt hier einmal rein. Hier ist eine leichte Eisdecke drauf gewesen. Krass. Man muss hier trotzdem aufpassen, ey. Ich glaube, man geht hier so ein bisschen auch ein. Boah. Und hier wäre der Eingang zu dem Bunker gewesen. Schaut euch das mal an. Wir haben hier das eiserne Kreuz mit zweimal Eichenlaub an jeder Seite. Und dann steht da unten in Treue fest, noch sehr gut erhalten. Erste Kompanie, entweder Landsturm oder Landwehr, Jägerregiment 15. Das kann ich immer nicht auseinanderhalten. Was ungewöhnlich ist, dass Kompanie diesmal mit C geschrieben wurde, nicht mit K. Ich weiß nicht warum. Ob das da egal war damals. Aber das sieht Wahnsinn aus. So, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr das auf der Kamera sehen könnt, weil natürlich die Sonne jetzt wieder, oder beziehungsweise wir werfen jetzt halt extrem Schatten. So müsst ihr es jetzt ganz gut erkennen eigentlich. Und hier unten wäre der Eingang. Komplett abgesoffen. Also hier bräuchte man einen Taucheranzug. Wahnsinn. Ja, also ihr seht, das ist eigentlich fast unmöglich zu finden. Und wir sind jetzt hier, wir haben es jetzt alles nicht aufgenommen, weil wir euch da vielleicht nicht langweilen wollten, aber wir sind hier schon durch diese Gegend, durch dieses Gelände getabert. Das glaubt man nicht. Das war wirklich brutal. So, das ist einer von den Bunkern. Wir werden jetzt das entsprechend noch weiter dokumentieren und dann werden wir weitergehen. Ja Leute, wir haben jetzt hier die nächste Struktur eben lokalisiert. Ihr könnt es hier erkennen. Hier ist eine leichte Wölbung unter einem abgestorbenen Baum. Wir haben jetzt Gott sei Dank hier ein bisschen sowas wie eine Freifläche in dem Wald gefunden. Aber ihr seht es trotzdem ringsrum. Die Pflanzen, es ist echt ein schwieriges Gelände, aber umso krasser sind die Funde, die wir hier letztendlich machen. Die sind wirklich spektakulär. Auch hier gleiches Phänomen, es ist hier eine Wassergrube entstanden. Wow! Und die Reliefe sind einfach noch so gut erhalten. Wow.
Gott mit uns. In der Mitte eine Krone, Kaiserkrone, dann ein Schwert, verschlungen mit dem Eichenlaub, aber auch hier wieder komplett abgesoffen. Aber das Ganze ist so mystisch hier gelegen. Man kann nicht erkennen, wie groß die Bunker letztendlich sind. Man sieht hier, dass die noch ein bisschen in diese Richtung weitergehen. Aber mehr sieht man nicht, weil hier einfach schon so viel natürliches Material draufgefallen ist. So, hier. Ja, man kann es hier nicht erkennen, wie weit er jetzt da hinten reingeht. Wahnsinn. Schon wieder ein Gezappel. So, wir müssen hier umlaufen. Siehst du? Da ist irgendwas. Hast du nicht hingehört? Im Normalfall. So, ich glaube, es funktioniert nicht mal. Ich lasse mal den Rucksack in hier. So, wir rutschen jetzt hier nicht rein. So, da haben wir das gute Stück. Also ihr seht, die Toren sind wirklich gnadenlos. Wow. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall noch richtig schön erhalten. Jeder Buchstabe ist noch deutlich zu erkennen. Alles ist noch an seinem Platz. Viel Feind, viel R. Erste Kompanie, Landsturm oder Landwehr, ja, Jägerregiment 15. Hier komischerweise nehme ich jetzt Kompanie wieder mit K. Das meinte ich halt vorhin. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber noch richtig schön alles erhalten. Und wir können hier rein. Das ist nicht schlecht. Da werden wir jetzt eben gleich die Taschenlampe zücken und mal gucken, wie die hier aussehen. Okay, dann geht's hier mal rein. Ach ja. Eine Tür. Boah. Ja, auch etwas größer. Richtige Schlammschicht, also auch der wird streckenweise nämlich ganz schön unter Wasser sein. Hier seht ihr wieder, waren Holzbalken drin, da gab es vermutlich auch wieder diese Zwischenwände, was wir schon mal gesehen haben. Und dann geht's hier raus. Und vermutlich haben wir hier dann oh.
Vermutlich haben wir hier dann ich muss mich eben kurz stabilisieren, Leute, sorry. Ein anderes Relief. Lass mich mal wieder runterkleiden, sonst seht ihr nur Sonne. Da. Oh. So. Hier steht deutsche Art treu gewahrt. Wir haben hier ein richtig schönes Wappen in der Mitte mit einem Pferd. Hier ein Harnisch von Ritterhelm. Und hier wieder, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Eichenlaub unbedingt ist. Aber hier so eine schöne Banderole und auch wieder sehr gut erhalten. Ihr seht, es sind hier keine Aplatzer. Hier gibt's leichte Risse schon, Tendenz zu Rissen. Aber ansonsten noch sehr gut erhalten. Also das hat sich wirklich gelohnt, diese Bunker hier an der Stelle aufzusuchen. Also es gibt echt kaum Indizien, vor allen Dingen auch kaum Bildmaterial etc. Und ich glaube, wir sind auch so ein bisschen mit die Ersten, die das auch dokumentiert haben in Videoform. Und da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf, weil, wie gesagt, das ist hier so ein krasses Gelände. Irgendwann wird das alles überwuchert sein und das weiß einfach keiner mehr wirklich, dass das hier existiert. Und dadurch besteht halt die Gefahr, dass es auch systematisch zerstört wird, halt von der Natur selber, klar. Und dadurch gehen historische, ja, Relikte einfach verloren, Hinterlassenschaften. Und ja, sind dann nur noch sporadisch dokumentiert, weil die ganzen Webseiten oder die wenigen Webseiten, wo es mal hier und da ein Foto gibt, die sind vielleicht auch nicht mehr im Netz irgendwann zu finden. Wenn derjenige das nicht mehr, die Seite nicht mehr betreibt, die Seite offline nimmt, die Domain kündigt, dann sind auch meistens die Bilder verloren. Und dann sind sie halt nur noch irgendwo privat vielleicht. Ja, und deshalb denke ich mal, mit YouTube haben wir da eine Möglichkeit, das längerfristig zu dokumentieren. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so gegen die Sonne die ganze Zeit gefilmt. So, weiß nicht, ob ich jetzt hier wieder zurückkomme, so locker. So Leute, immer noch auf der Suche nach dem nächsten Bunker. So, das nächste Objekt der Begierde tut sich hier im Unterholz auf. Also es ist echt wirklich krass hier. Aber ihr müsst natürlich bedenken, dass hier früher so gut wie gar keine Bäume standen, damit die natürlich auch alles sehen können. Wie gesagt, Kampfhandlungen gab es hier nicht großartig. So, und hier von der Seite können das fast gar nicht erkennen. Ich habe jetzt hier an der Seite diesen Absatz rausblitzen sehen. Und so wie es aussieht, scheint er auch nicht unter Wasser zu sein. Ja, hier oben habt ihr wieder das eiserne Kreuz. Mal gucken, ob ich hier irgendwie runterkomme. So, jetzt gucken wir uns die Sonne hier wieder ein bisschen ins Gehege. Aber ihr könnt es erkennen, hier ist das eiserne Kreuz. Hier stand er wahrscheinlich 1914. Erste Kompanie. Hier ist wieder Kompanie mit C. Und dann wieder dieses Landsturm- oder Landjägerregiment 15. Und hier Eichenlaub an der Seite. Aber auch das ist noch relativ gut erhalten. Nur hier unten ist ein Abplatzer. Und er ist trocken. Gucken wir da auch noch mal rein. So. Oh. Hier ist aber ein merkwürdiger Geruch drin. Nicht, dass hier irgendwas verendet ist. Es riecht hier ein bisschen nach Tier. Nicht, dass mich jetzt hier gleich irgendwas erwartet. Okay.
Aber hier riecht es echt übel massiv nach Tier. Nicht, dass hier irgend was hier hatte. Hier sieht so aus, als ob irgendein Tier seine Höhle gebaut hat. Was Kleineres, so wie es aussieht. Gut, wie gesagt, innen sind die halt relativ unspektakulär. So. Und jetzt haben wir hier noch einen schönen Spruch. Uns zum Schutz, dem Feind zum Trutz. Auch wieder was ganz Originelles hier. Hier sind wie zwei solche Blumen. Und hier so eingerahmt diesmal. Die 92. Also werden 94, 93, was ich jetzt so noch mitgenommen hatte. Ja, und ihr seht, wo wir hier sind. Also das ist einfach richtig krass. Das hat hier ungelogen schon mehrere Stunden Zeit in Anspruch genommen. Es ist Wahnsinn. Aber wir lieben es. Wir lieben es einfach. Und hier war schon ewig keiner mehr. Wenn überhaupt mal groß einer hier war. Oh, da bin ich. So Leute, das ist es jetzt gewesen mit dem Video. Wir sind vollkommen fertig. Wir sind jetzt hier schon Stunden unterwegs gewesen. Wir wollten noch einen richtig schönen Bunker finden. Mit einem ganz großen Relief. Aber wir haben das jetzt gerade hin und her durchkämmt hier alles. Es ist sau schwierig und wir haben ihn leider nicht gefunden. Ja Leute, nach langer und wilder Sucherei haben wir es endlich geschafft. Wir haben jetzt hier den Zugang zu unserem letzten Bunker gefunden, den wir unbedingt finden wollten. Und oben kommen wir nicht rein, wir sind praktisch jetzt hier wie auf einem kleinen Hügel. Und hier ist alles vollgestrüppt. Man kommt auf der anderen Seite nicht rein. Da ist wie ein Loch. Es ist praktisch wie in so einem Krater drin. Und wir gehen jetzt einfach hier durch diesen Zugang und werden ja dann auf der anderen Seite rauskommen. Also das war wieder richtig, richtig übel. So, hier ist ein bisschen Wasser drin, aber hoffentlich nicht zu hoch. Und der ist auf jeden Fall größer. Hier haben wir wieder das Phänomen mit diesen Wänden, dass die alle rausgeklappt sind, weil hier oben die Hölzer durchgemoddert sind. Aber hier werden wir jetzt auch praktisch nur leere Wände sehen. Hier sind irgendwie komischerweise viele Schrotpatronen. Vermutlich von den Jägern, die hier ab und an die Wälder durchstreifen. Ach krass, dass wir das noch gefunden haben, ey. Ganz alte Flaschen. Und hier kommen wir Gott sei Dank auch wieder raus.
Hier ist auch noch irgendwie... Hier drüben sind Toiletten. Sieht man auch noch. Krass. Oh, scheiße, hier kommen wir nicht raus. Also nicht so einfach. Oh, no. Da müssen wir uns doch nochmal umlaufen. Weil das wäre jetzt eine Tortur mit den Rucksäcken, sich jetzt hier rauszubewegen, ey. Ach. Ihr seht hier den Sockel von dem Bunker. Es ist Wahnsinn. Die Pflanzen wollen einfach nicht, dass wir hier sind. Das ist Tatsache. Und wir sind froh, dass wenigstens kein Sommer ist. Da würden noch die Viecher dazukommen, Moskitos und so weiter. Und das wäre noch viel krasser hier. Wir sind froh, dass wir den letzten Bunker gefunden haben. War jetzt noch ein Akt, überhaupt diesen Zugang jetzt hier zu finden, dass wir an das Relief kommen. Und ja, ich helfe jetzt erstmal Melanie und dann gucken wir weiter. Hier riecht es aber auch wie ein Puma-Käfig hier unten. Ne? Ja, Leute, da sind wir. Dafür mussten wir jetzt wirklich hart kämpfen, um hier hinzukommen. Das ist nochmal ein richtig großes Relief. Ich sehe das jetzt hier, wenn ich mich hier hinstelle. Wie groß das ist. Das geht jetzt hier über zwei Eingänge. Das ist jetzt nicht nur ein kleines. Und auch das ist noch relativ gut erhalten. Ein paar Sachen sind auch schon abgebröckelt. Hier in der Mitte mit dem Wappen. Hier fehlt was. Und hier ist eine Versinderung. Hier sieht man eine 9. Und könnte vielleicht noch eine 9 sein. 99 vielleicht. Und dann steht erbaut Kriegsjahr 1915 von der Kompanie, von der ersten Kompanie Land- oder Landjäger oder Landsturm. Jägerregiment 15, dann zwei Wappen. Ich gehe nur mal leicht drüber, dass hier nichts irgendwie kaputt geht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist das irgendwie ein Wappen, was jetzt speziell zu der Kompanie gehörte. Hier ist irgendwie so eine Verschnörkelung. Und da drüben haben wir wieder so ein Pferd auf dem Wappen. Oder? Ja, das ist ein Pferd. Sieht man auch noch sehr, sehr schön. Ja, und hier in der Mitte steht, wir wollen uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann. Ja, hier ist leider auch was weg. Hier ist schon leider was abgebröckelt. Und hier noch nie wurde wahrscheinlich Deutschland. Ja, ich weiß es nicht. Da fehlt jetzt zu viel. Müssen wir noch mal gucken, ob wir vielleicht ein Foto finden, wo das noch komplett ist. Ich weiß nicht, wie lange der Zustand ist. Da fehlen jetzt doch schon ein paar Sachen. Ja, das ist halt die Zeit, und man sieht ja hier, das ist einfach krass, wie die Natur jetzt hier das Ganze vereinnahmt. Auch hier würde wahrscheinlich das Wappen, jetzt ist auch abgebrochen, hier, das würde wahrscheinlich hier noch einmal so rumgehen. Und hier drin ist praktisch auch nochmal wie eine Platte gewesen. Keine Ahnung. So, gehen wir nochmal in den großen Bunker rein. Der ist aber auch auf jeden Fall komisch gebaut. Wir waren ja gerade in so einem Nebentrakt irgendwie, aber der war jetzt hier nicht angeschlossen. Ja,
Ja, hier sind auch unheimlich viele Schrotpatronen drin. Sieht man ja hier unten diese farbigen Dinger. Ah, das ist der Seideneingang. So wird ein Schuh draus. Hä? Haben wir das jetzt verpasst? Ja klar, wir haben es verpasst, Leute. Das war absolut unnötig, was wir gemacht haben. Wir haben den Zugang verpasst. Wir waren ja schon drin. Ja, das ist nochmal natürlich selten dämlich. Wir haben einfach verpasst, hier rauszugehen. Okay, also es ist immer noch der gleiche Bunker und wir haben es jetzt gerade unnötig schwer gemacht. Aber so ist das. Man kann nach so vielen Stunden nicht mal klar denken. Das ist einfach so. Melanie hat sich das schon gedacht. So Leute, ihr habt es gesehen. Wir haben doch noch das Glück gehabt und haben diesen richtig, richtig tollen Bunker gefunden mit dem gigantischen Relief. Über 100 Jahre ist das jetzt hier mittlerweile alt, das Ganze. Und eigentlich immer noch relativ gut erhalten. Und wir freuen uns halt richtig, dass wir das jetzt dokumentieren konnten. Einmal für uns selber und auch für euch, damit ihr das nochmal sehen könnt. Weil solche Objekte zu finden in so einer Location, das ist unmöglich. Und das wird den meisten halt auch gar nicht gelingen. Aber dass man einfach nochmal die Möglichkeit hat, sowas zu zeigen, das ist wirklich grandios. Ja, dann bleibt uns nicht viel zu sagen. Es hat uns trotzdem, auch wenn das eine richtige krasse Tour war, viel Spaß gemacht. Es hat wirklich richtig Laune gemacht. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns dem Kanal treu. Wir freuen uns auf jeden Fall über ein Abo von euch, ein Like, wer das noch nicht gemacht hat. Und schreibt uns gerne was dazu in den Kommentaren. Da freuen wir uns auch immer riesig. Und dann ja, bleibt uns nicht viel mehr zu sagen, wie schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.